Alter, was geht ab, Leute? Hunger. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video anfangen soll. Also, ihr habt wahrscheinlich schon den Titel gelesen, offensichtlich. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video nennen werde, aber ich habe ein 100% Shiny Mewtwo gefunden. Das ist echt unglaublich, eine klasse Sache. Ich wollte euch ein bisschen was erzählen und dann euch die Tour zeigen, wo ich das 100er Shiny Mewtwo bekomme. Mewtwo und ich, wir hatten immer so eine besondere Beziehung. Klingt echt komisch. Wer mich schon länger verfolgt, der wird sich noch an 2018 erinnern und die X-Rays. X-Rays damals super, super besonders. Jeder war gehypt, jeder hat versucht, die irgendwie zu bekommen. Und damals war es halt echt schwer, das System war noch nicht ausgereift. Ist ein schwieriges Thema, darüber können wir irgendwann mal vielleicht nochmal reden. Über die X-Rays. Ist auf jeden Fall ein sehr leidendes Thema. Aber ich habe auf jeden Fall hart gekämpft, um meine erste Einladung zu bekommen. Wurde sehr oft enttäuscht. Ich habe sie dann irgendwann bekommen. Niantic hat zum ersten Mal dann ihre Anforderungen ein bisschen geändert. Da ein bisschen was an ihrem System überarbeitet. Sie haben es dann irgendwann nochmal überarbeitet und jetzt kriegt eigentlich fast jeder, der es richtig macht, jede Woche eine Einladung. Auf jeden Fall am Anfang war es halt richtig leicht zu bekommen. Hab dann endlich eine bekommen. Erster Mewtwo Raid natürlich krass gehypt. Jeder war damals richtig krass gehypt. Die Leute waren eine Woche davor schon die Arena bekämpft und dann verteidigt, damit sie halt mehr Bälle bekommen beim Raid. Weil jeder war so krass gehypt auf Mewtwo. Das war echt eine krasse Zeit damals. Hat echt Spaß gemacht. Ihr solltet euch die Videos auf jeden Fall gönnen. Das war echt eine geile Zeit. Mein erster Mewtwo Raid und sowas. Und auch die Jagd auf den X-Raid kann ich echt empfehlen. Auf jeden Fall erster Mewtwo richtig schlecht. Nichts Besonderes. Aber bei meinem dritten Mewtwo. Mewtwo zu dritt haben wir den gemacht. Und als Belohnung gab es für mich 100er Mewtwo. Abnormal. Einfach abnormal. Dann bei meinem sechsten Mewtwo Raid. Habe ich einfach noch ein 100er bekommen. Das heißt, 200er X-Ray Mewtwo mit Spukball. Okay, damals, wir wussten nicht, dass Spukball so krass ist. Der hatte irgendwas. Aber ich habe dann später TM auf Spukball geändert. Und offensichtlich hatten das nicht so viele Menschen auf dieser Welt. War eine geile Sache. Und garantiert hatte keiner drei davon. Offensichtlich X-Rays mega selten, einmal die Woche. Die Chancen, also man muss eigentlich nochmal so 100, 200, 300, 400 Raids machen, um einen legendären 100er zu bekommen. Ich habe einfach 6 gemacht und 2 bekommen. Gebt euch mal die Quote. Das ist so, als würdet ihr jetzt rausgehen, 6 Mewtwo Raids machen und ihr kriegt einfach 200er. Krasse Quote. Und wie gesagt, damals, man hat nicht mal garantiert jede Woche eine Einladung bekommen. Richtig schwer zu bekommen, selten, dies, das. Und keiner hatte 3 auf der Welt. Und das wäre natürlich richtig krass gewesen, hätte ich den dritten bekommen. Ich habe sogar gesagt, hey, wenn ich diesen dritten bekomme, ich mache mir ein Tattoo von 2275. Das war damals 100% PP Mewtwo, ohne Wetterboost. Und was passiert? Ich habe den dritten bekommen, nicht 100%, 98%. So knapp daneben, richtig krass, aber auf jeden Fall, ich weiß nicht, ich kann es nicht bestätigen, aber ich denke, niemand hatte eine krassere Ausbeute, was Mewtwo X-Rays angeht, auf der ganzen Welt. 200er und 98er X-Rays müsst ihr bedenken. Also Mewtwo und ich hatten immer so eine besondere Beziehung. Ich glaube, dementsprechend wundert es keinen, dass 100% Mewtwo, Shiny und ich aufeinander getroffen sind. Manchmal gibt es einfach so ein Pokémon, zu dem hat man eine besondere Beziehung, Bindung. Ich glaube, Mewtwo nicht. Da ist einfach irgendwas. Das klingt so komisch. Aber Mewtwo nicht. Ja. Mewtwo. Auf jeden Fall viel Spaß mit meiner Reaktion, wie ich Shiny 100% Mewtwo bekomme. Leute, was geht ab, Leute? Wir starten das Video wieder mit einem Mewtwo Raid. Heute ein bisschen mehr Elan. Die Gruppe ist irgendwie ein bisschen motivierter. Hoffentlich. Alle haben gut geschlafen. Und es gibt irgendwo Döner für 1 Euro. Habe ich vorhin beim Vorbeigehen gesehen. Das sehe ich immer gerne. Ich liebe das. Haben wir geschlossen? Und Shiny Check? Oh. Lass doch einmal ein Video mit einem Shiny anfangen. Nächste Raid, Hauptbahnhof München. Unfassbar, dass ich die Arena noch nicht auf Gold habe. Aber kommt schon noch. So, schauen wir mal. Verzeiht meine Teamauswahl, ist immer noch eine Menge tot. Nicht mehr so viel. Ich bin von 300 Toten, 300 Verletzte und 50 Tote auf 0 Tote und
80 Verletzte oder so runter. Also schon nicht schlecht. Und geh schon mal, weil Diana ging glaube ich auf. 45, nicht so saftig. Shiny Check. Uhuhu. Shiny, saftig. Gefällt mir, so kann es anfangen. So kann es anfangen. So. Jetzt Döner oder Diana-Tempel? Gönnt euch diesen Ausblick, Leute. Zwei Arenen hier. Zwei Ex-Welt-Arenen. Echt sehr krasses Gebäude. Heißt Screen Record an? Ich hoffe mal. Nächster Raid. Und. 23,71. Solide. Schade. Kein Back-to-Back Shiny. Wir haben nicht hingeschaut. Typisch. Und? Ah, ich will noch mehr. 12,90. Ah, den hatten wir letztens shiny. Schade. Und? Wir haben es eilig, Leute. Ah, zum Glück, weil. Wobei, dann hätte ich halt einfach den anderen ausgelassen. Hm. Weiter geht's. Puh. In den letzten paar Minuten haben wir den geschafft. Ich hatte das Gefühl, dass heute ein guter Tag wird. Aber dazu bräuchte ich noch einen Shiny oder einen 100er. Und später fängt Safari-Zone in Montreal an. Schade. Ich habe ein bisschen was gebrütet hier und da, also ist momentan alles verstreut. Kann ich leider nicht immer mit aufnehmen, weil wir so in der Hektik sind. Aber ihr habt nichts verpasst. Echt gar nichts. Bonaigas, Cosillas. Das Übliche. Ich hatte das Gefühl, dass heute ein guter Tag wird. Ist er shiny? Ist er shiny? Junge! Mewtwo und ich so. So sind wir. So sind wir, Mann. 100% shiny. Huh. 23,87, shiny! Zu krass. Schauen wir mal. Aber nichts kann mehr kommen. Alles aufgebraucht. Es kann nichts mehr krasses kommen. Nur noch Arena-Punkte. Diese saftigen. Shiny Mewtwo. Krasse Sache. Wie gesagt, ich hatte dieses Gefühl. Ich meine, Mewtwo und ich, keine Ahnung, das ist einfach diese Beziehung. Das ist einfach, wir sind einfach so und ist natürlich über krass, 100% shiny. Aber irgendwie kam es für mich nicht überraschend.
Ich hatte einfach dieses Gefühl, kann man schwer erklären. War auf jeden Fall eine erfolgreiche Tour, kann man nicht anders sagen. Ich habe jetzt 200% Mewtwo X-Rate mit Spukball, ein 98er X-Rate Spukball, ein 98er damals, wo er zurückkam, einfach so, obwohl ich da nicht viel geradet habe, ein 98er Shiny Lucky mit der neuen Psycho-Attacke, 100er Shiny mit der neuen Psycho-Attacke. Ich meine, ich könnte den 98er normal mit der schlechten Psycho-Attacke ersetzen. Jetzt kommt nämlich Mewtwo in die X-Rates, nochmal mit Shiny und Spukball. Mit einem 100er Shiny Spukball Mewtwo. Oder irgendwas 100er Shiny Lucky. Das würde mir noch fehlen, aber wollen wir nicht übertreiben. Ja, das war die Story von mir und Mewtwo. Einfach nur zu heftig. Ich hoffe, ihr habt genauso viel Glück und Erfolg mit Shiny Mewtwo. Wir haben noch jetzt das Wochenende vor uns und am Montag und dann irgendwann noch den Ersatztermin mit der Rage-Stunde für Mewtwo. 8.10. war es, glaube ich. Dienstag. Ich schaue nochmal schnell nach für euch. Genau, 8.10. 18 bis 19 Uhr. Mewtwo-Ersatz-Rage-Stunde. Und wie gesagt, in den X-Rates dann, ab dem überübernächsten, glaube ich, gibt es dann Mewtwo in Shiny-Form, also möglicher Shiny-Form und Spukball wieder. Das war's von mir. Hinterlasst ein Like für diese epische Beziehung zwischen mir und Mewtwo. Ansonsten wie immer liken, subscriben, kommentieren. Checkt gerne Lisa, folgt mir auf Instagram, Facebook, Twitter. Checkt den Shop ab. Vergesst nicht, Pokémon ist hier das Business.